Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem zweiten Kanal auf Fieser Dinkel. Und ihr seht schon die Überschrift des Videos. Wir befinden uns gerade aktuell in Indien, ja? Wir befinden uns in Indien und werden uns mal schön reinziehen, wie die Lobbys morgens um 7 Uhr, ja? Natürlich wird wieder Uhrzeit überprüfen. 7 Uhr 38, wie die Solo-Lobbys in VPN sind, ob das noch funktioniert, ob das einen Unterschied macht, ob es nice ist, ob die Gegner lost sind und so weiter und so fort. Das Ganze werden wir uns reinziehen, zusammen mit dem Livestream-Chat, der natürlich schon am Start ist. Chat, YouTube, oh nein, ich habe den Fallschirm gezündet, das kann nicht sein. Ich bin ein dummer Idiot. Aber das reicht, glaube ich, um sich zu töten, oder? Ja, das reicht. Genau. Also, Livestream-Chat, YouTube, Livestream-Chat. Guten Tag, guten Tag. Willkommen im Gulag. Chris, glaube ich dir. Gönn dir auf jeden Fall. Wenn der PC ankommt, ist immer wild. Natürlich werden wir auch wieder das Gulag gewinnen, um einen Gegenspieler die Runde zu versauen und nur um uns danach wieder selber aufklatschen zu lassen, so wie sich das gehört. An der Stelle auch mal ein Grüße, Hannes, in den Chat. Ich hoffe, irgendeiner in den YouTube-Kommentaren fühlt sich extremst provoziert davon. Darauf trinke ich. Und Gonzi mit dem dritten Monat. Vielen, vielen Dank. Küss dein Herz. Die Alerts sind gemutet natürlich in der Runde, ist klar. Hier meine gemischte Hacktasse. Oh, warte, jetzt erstmal kurz doch hier. Wenn du verlierst, war's da. Alles geben im Gulag. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Gut. Also das funktioniert auf jeden Fall bisher wunderbar. Da bist du irgendwie auch die ganze Zeit, wo ich bin. Ein HP. Ein Bakuri. Das ist der allererste Gegner, den ich hier heute treffe. Und es ist der schlimmste Threat aller Zeiten. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Da muss ich erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Dafür war ich jetzt wirklich nicht bereit. Hat er verdient gewonnen, das Gulag. Und auch verdient gelöscht. Verdient gelöscht. Oh, da kommt schon der nächste zu der Geldlieferung. Third Person Gunfight, Sandwich. Nein, Nein. Was sehe ich denn hier für Geeks gerade? Das kann nicht sein. Bro, was passiert hier gerade? Es ist 7.40 Uhr. Digga, es. Also, Max Level. Digga, der Master Operator geekt hier rum, Slide Cancel ohne Ende. Der andere, den er gerade geholt hat, ist auch die ganze Zeit wie Matze durch die Gegend geslidet. Es geht sich wirklich gerade um Mütter. Es geht wirklich um Mütter. Also die muss ich mal tracken, die Jungs. Bro, okay, also bisher erster Eindruck, VPN Indien, Kikistan. FM, achso, 2S, Shooter 94. Oh mein Gott, erst Level 168. Kann nicht wahr sein. 2,65er KD. Na, ganz liebe Grüße, Alter. Na, ganz liebe Grüße. Bin ich gespannt. Oh, mutig. Ah. Ich bin wirklich gespannt, wie das hier weitergeht. Also alleine der war ja jetzt schon wirklich... Also das waren ja wirklich jetzt ungelogen die drei Gegner, die ich da jetzt als allererstes gesehen habe heute Morgen. Okay, sein Aim ist jetzt auf jeden Fall kaputt, aber ich glaube, so wie das aussieht, hat man da kein Auto-Aim. Oh, und jetzt ist er tot. Nein, das kann nicht sein. Der nächste Geek. Ich drehe durch. Harvey Specter. Das kann ja nicht wahr sein. My Misery. Das ist der nächste gute Spieler gewesen jetzt. Oh, fuck, Boba Fett. Aber danke fürs Kompliment. Das ist der nächste Geek. Also wir haben gerade eine Geek-Quote von 100%. Wirklich. 100%. Hat auch schon 4 Kills. Schon wieder ein Kill gemacht. 2,28er KD. Also Indien VPN ist wirklich eine 10 von 10. Ist doch schon Level 123. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Vorstellung in dieser Lobby zu spielen, da wird mir schlecht.
da wird mir wirklich richtig schlecht. Also als ich das Gulag gerade verloren habe, und das war keine Absicht, wie ich das Gulag verloren habe, der Typ mir ein 180 Turn-On gedrückt hat und die nächsten drei Gegner, denen wir zugeschaut haben, durch die Gegend Slide canceln, Gegenstände als Deckung benutzen. Naja, gut. Lobby-KD sieht man ja noch nicht, weil die, da muss ja erstmal das Spiel zu Ende gehen. 92 Kilo Brandung ist wirklich insane. Ah, rechts am Shop ist einer. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Also ich werde natürlich noch andere Server probieren, aber VPN Indien. Digga, er hat so ein krankes Aim. Er hat einfach nur 15 Shots gebraucht mit der Boden-STG. Übrigens, für die Leute, die gerade bei YouTube zuschauen, es ist gerade, wo ich die Boden-STG anspreche, ein Video online gekommen, also um 12 Uhr auf meinem Hauptkanal, wo ich viele Bodenwaffen einranke und meine Meinung kurz dazu sage und ein paar Clips dazu zeige. Nicht zu jeder Bodenwaffe, aber zu der ein oder anderen Bodenwaffe. Vielleicht interessiert euch das ja, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, welche Waffen man mitnehmen sollte und welche nicht. Und dann meine Twitch-Zuschauer, auch für euch, um 12 Uhr geht der Bums online. 12 Uhr kommt das Video online. Oder 11 Uhr, je nachdem, wann ich halt offline gehe. Er hat einfach schon 7 Kills und es sind so viele Leute hier gelandet, das ist krank. Ja, warum läuft er in die Zone? Hallo? Oh. Oh, das ist mutig. So gut gespielt. So gut gespielt. Wir brauchen hier Aufklärung. VPN Indien gleich Antrag abgelehnt. Scheiß hier. Es ist wirklich krank hier gerade. Glaubt ihr, wir sehen in einer VPN Indien Lobby noch einen einzigen schlechten Spieler-Chat? Digga, dass er auf die Reichweite überhaupt versucht, den Gegner zu treffen, das ist schon krank. Moin, Matador, was geht ab? Also, der wievielte. Wir haben jetzt 4 Leute spectated, ne? Der mich in Gulag geholt hat, dann der zu der Vorratslieferung wollte, dann der Operator, der Max-Level-Operator und jetzt. Ja, genau. Und 4 von 4 Spielern, die mir zugeschaut haben, waren cracked. Das ist einfach mal chill. Digga, was ist das für ein Gunfight hier? Nur like VPN wurde, glaube ich, gepatcht. Also die geografische Region haben wir gerade schon gecheckt. Die geografische Region funktioniert auf jeden Fall noch. Wir werden die nächsten Tage natürlich auch wieder die anderen Server ausprobieren. Aber ich kann mir... Was denkt ihr, wie die Average KD ist, diese Runde? Also ich glaube, wir hatten jetzt 4 Spieler, die alleine schon eine 2,5er KD hatten. Also die Average KD ist bestimmt bei 1,4 oder so. Wie spielen die erst, wenn sie ihre eigenen Waffen haben? Er hatte übrigens die MP40 und die STG, ne? Kleiner Spoiler direkt am Rande. Wird auch in meinem Video vorkommen und für gut befunden werden. 104. Average KD 104 einfach. So, ich sage, er spielt die Roboter. Er wird komplett reingeeken. Roboter, PPSH oder Cooper. Oh! Ah, Cooper, okay. Und Snipe hier in Solos. Ne, ein bisschen weiter oben war er. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Interessant. Nimmt sich auf jeden Fall kein Geist. Was ist euer erstes Loadout aktuell, Chat? Schreibt mal rein. Mir geht es ein bisschen auf den Sack, dass ich ständig von Leuten gekillt werde, die Geist spielen. Deswegen überlege ich tatsächlich, auf meine SMG zu verzichten. Roboter Cooper. Wir werden heute auf jeden Fall mal die Cooper ausprobieren. Roboter MP40. Die kleinen Geeks, Alter. Ihr müsst mal die Sten, nicht die Sten, sondern die Type probieren nach dem Buff. Ich glaube, die ist wirklich strong.
Danke, Patrick. Kuss geht raus, Habibi. Ja, man hat wirklich wenig SMG-Fights, ne? Also ich kann euch sagen, oder ich spiele heute, ich weiß noch nicht ganz, entweder spiele ich heute die Cooper oder die Magnum Akimbo. Weil dann kann ich nämlich eh direkt Geist mitnehmen. Weil ich habe auch das Gefühl, man hat sehr, sehr wenig Close-Fights auf der Map, sondern viel mehr, ja, Midrange-Fights. Und wenn du Close-Fights hast, dann reicht dir auch die Magnum Akimbo, weil du halt in einem Haus unterwegs bist. Und das neue Anti-Cheat ist noch gar nicht da. Und das neue, und das Anti-Cheat wird auch niemals VPN erkennen. Also, ja. Immer noch wer danzt, Leute. Moin Manu, was geht? Hi Penner. Alles gut. Vielleicht kriegst du es ja noch hin. Dann kann ich es um 12 Uhr posten. Ey, die SOS bei der Type? Ehrlich? Also ich fand die Bohnen... Also, kannst du die nicht auch... Kannst du die nicht schneller bauen? Also ich habe die, Loadout Type noch nicht gespielt. Ich habe die halt nur vom Boden. Und seit die den Buff bekommen hat, hat die sich halt wirklich krank angefühlt, ja? Ja, safe, jetzt sag. Ich fühle das komplett. Lieber mal Waffen spielen, die man noch nicht gelevelt hat. Aber die Bodentype ist doch geil, oder? Da sind wir uns doch einig. Hi, Hoxer. Tommy Gun, alright. Guck mal, jetzt leben einfach nur noch 33 Leute. Das ist so insane, ne? Also, sobald jeder sein Loadout hat, sterben die Spieler wirklich wie die Fliegen. Nee, Vanguard Royale wird für immer drin bleiben. Aber ich glaube, ab dem 16 kommt Rebirth wieder und Solo-Duo-Trios in einem normalen Royal. Moin Wendler, es geht. Aber ich werde trotzdem erstmal weiterhin die nur Vanguard Royal spielen, weil ich halt die neuen Waffen spielen möchte und der Bloom ist ja immer noch nicht komplett entfernt. Die arbeiten dran. Und deswegen sind die Cobra-Waffen immer noch deutlich stärker. Tommy Gun gut oder AS? Ich habe halt das Gefühl, dass die Tommy Gun schon einen stabilen Bloom hat. Im negativen Sinne. Und der Visual Recoil ist halt auch relativ strong. Aber ich habe die Tommy Gun im Loadout auch noch nicht gespielt, sondern nur am Boden. Naja, Paddy schreibt, was hältst du von dem Vorschlag mit 200 Leuten auf der Map von vielen anderen Content Creatern? Ich sage euch ehrlich, dass das keinen Unterschied macht, 200 Leuten auf der Map. Ob du jetzt 150 oder 200 Leute hast. Im Endeffekt sind dann im Early Game, ist noch mehr los im Early Game und die Leute töten sich noch schneller. Es ist ja nicht so, dass 100, dass 200 Leute sich dann mehr aufteilen auf der Map, sondern sind einfach an den Hotspots mehr Leute unterwegs, als dass sie sich mehr verteilen und dann sind die Leute genauso schnell down. Also das ist, glaube ich, eine nette Vorstellung, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Moin, ja, ist alles mit dem Kreuz. Ja, die Time to Kill ist bei den meisten Cooldown-Waffen auch geringer. Ausrufezeichen Blumen. Moin Karotte. Moin Lucifer. Da hinten ist er, ich sehe ihn. Oh, okay. Ja, oh, er wird gepusht, er sieht wieder geekig aus, Chat. Nein, das kann nicht sein. Nein! Nein! Nein. Das war wieder ein Geek gerade. Jetzt hat aber einer abgestaubt, der gekämpft hat. Da bin ich jetzt mal gespannt. William's Dad. Der sieht nicht wie der größte Geek aus, wenn ich ehrlich bin. Aber der Typ da, der sieht geekig aus. Ist die Bar, ne? Hat sie auch direkt Geist geholt. Checken wir mal seine Stats. Hashtag 184. Mit Doppel-L.
Oh, okay. Irgendwie finde ich den nicht. Ich kann den irgendwie nicht tracken. Oh, und wird gelöscht. Wir sind quasi 16 Uhr, ja. Aber schau nochmal. 13 Kills! Ey! 13 Kills! Schau nochmal bitte auf Twitter. Bro! Was ist das für eine Lobby? 13 Kills! MP40 STG! Nur Geeks! Um Gottes Willen, Alter. Um Gottes Willen. Das kann ja nicht sein. Das ist ja ein schlechter Scherz. Welche KD hat er? Ja, 1,67er KD. Moin, Tim. Leichter Kirikol, wie viele Kills waren das? Indien wirklich beste, Digga. Nein. Nein. Das war der Typ von gerade. Nein, 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 oh mein Gott! Von wem? Master? Und, also eins ist viel krank, aber die Frage, die ich mir stelle, hat er mit Vanguard-Waffen oder mit Kulva gespielt? Keine Panik, du schaffst das! Danke, Powerpool. Ich schau genau bei COD Tracker. Okay, dann schick mir mal einen YouTube-Link. Reagiere ich da drauf, ich sage. Sieht mir auch. Also, nee, ist Controller-Spieler. Sah gerade, aber ich glaube, ein bisschen Hisense, oder? Ist der unterwegs? Oder ist es doch. Es sind so stockige Bewegungen irgendwie. Nee, es müsste Maus- und Keyboard-Spieler sein, actually. Es sieht manchmal smooth und manchmal so abgehackt aus. Entweder ist es Controller mit Hisense oder Maus- und Keyboard-Spieler. Er hat sich gerade so schnell gedreht bei dem Rübergehen. Ich glaube, es ist Maus- und Keyboard-Spieler. Oder? Was würdet ihr sagen? Er ist so ein bisschen zuckig. Wisst ihr, was ich meine? Aber gerade als er im Haus war, sah es ein bisschen smooth aus. Da ist er. Nein, wie er sich hinlegt. Oh, er hat ein Problem, alright. Nein, wenn der Molotov hittet. Er hat so eine gute Ausgangsposition. Ja, easy kill. Easy kill. Ja, er stirbt ja auch im Gas. Was macht denn der Gegner? Hat er den Kill nicht? Da hinten, links, geradeaus, ja. So. Was ist das für ein Gegner da hinten? Digga, schau ich hier schon Twitch Rivals oder was? Der ist ja schon wieder stark. Nein, jetzt trifft er aber. Das ist sein Ende. Nein, er ist immer noch, er lebt immer noch. Wenn er den Gunfight gewinnt, dann habe ich wirklich alles gesehen. Ey, hier geht es gerade wirklich um 100.000 Euro Preisgeld, ne? Kann mir keiner erzählen. Schaut euch diesen Gunfight mal an. Wie der Gegner gerade fightet. Um sein Leben. Was ist das? Was sehe ich hier? Noch 5. Aufpassen. Digga, also wo bin ich denn hier gelandet? Wo bin ich denn? 3 Kills? Nein. Nein, dafür hat er das zu gut gespielt, dass er hier nur 3 Kills hat. Das kann ja nicht sein. Den kann ich auch nicht tracken. Ah, doch, da. Er hat nur eine 1-1er KD? Ja, Master, kannst du machen. Bin ich jetzt aber mal gespannt, weil 1-1er KD und gerade mal 3 Kills, dafür hat er gerade zu gut gespielt.
Danke für den Link, Kuss geht raus. Moin, Staatsmünde Nummer 1. Ich weiß, dass KD nicht immer was aussagt, so, aber eine KD, also wenn jemand eine 3er KD hat und zum Beispiel 500 Wins, dann sagt das schon viel aus. In der Regel. Sagen wir 99% der Fälle. Nachher wird unterstellt, du lügst. Ich habe schon zweimal die geografische Region gezeigt und die zeigt Indien an. Deswegen, das ist schon alles in Ordnung so. Aber was war das bisher bitte hier für ein Dämonenfight, Alter? Mir ist wirklich ein bisschen schwindelig, mir ist schwarz vor Augen. Wie John so gerne sagt. Wo bleibt der Luftangriff? Hä? Wusste er, dass da einer drin ist? Gelbe Karte Chat? Fragezeichen? Hat er ihn gehört? Ich habe ihn nicht gehört. Er hat ihn gehört, ja okay, dann hat das krank gemacht. Wusste nicht, bester Spieler der Welt. Ja, sauberer Punkt, weil ich kenne das Problem. Ich habe ja auch eine 226er KD gerade, oder 227. Und ich kann 30 Kills machen, meine KD steigt nicht mehr. Ich kann 30-0 gehen und meine KD steigt nicht. Funktioniert No Lag auf Caldera. Also bei geografischen Regionen wird auf jeden Fall VPN Indien angezeigt. Oh mein Gott, nein, der Arme. Nein, der Arme, er denkt, er kann jetzt abstauben. Ja, der hat nichts an. Er spielt das einfach nur stabil runter. Es ist einfach Iron, Chat. Es ist einfach Iron. Aber Indien ist wirklich, also das ist das größte Threat-Fest, was ich jemals gesehen habe. Du hast wirklich das Gefühl, die spielen hier irgendwie um 100k Preisgeld. Stark. Stark, ganz stark. Nein, kein Finish. Nein, das kann nicht sein. Boah. Oh mein Gott. Was haben wir hier gerade gesehen, Chat? Was haben wir hier gerade gesehen? Krank. Ganz, ganz, ganz krank. Okay. Was eine Dämonenlobby, Alter. Aber ja, GG ist in den Chat, I guess, für Don Carla. Er war eigentlich schon tot gesagt. Hat dann Gasmaskenplay gemacht und im Haus den Gegner weggedribbelt.